し、世界は闇に包まれていた。存在するのは一匹の巨大な竜、スドリカ。そしてそのおもちゃ、人類のみであった。人々は永遠の命を与えられ、自由を奪われた。奴に耐えながら生きる日々。勇者バンダクティが、理由に自由への渇望を訴えるも、待っていたのは重い処罰であった。不満を募らせた人々は、バンダクティを追おうとし、運命に逆らう決意をする。だが、それが保守派との間に摩擦を生じさせた。どんな苦境に追い込まれようとも、バンダクティは希望を捨てず、運命を変えてみせると誓った。ついに彼の槍が竜の心臓を貫いた。その傷口から現れた火の塊。人々はこう呼んだ。太陽。闇に光が差し、竜は大地となった。人類は自由を手に入れ、永遠の命を失った。千年の時が流れ、太陽は世界に恵みを与えた。活気にあふれ、花が咲き乱れる世界。だが、その陰で、未だスドリカの復活を願い、永遠の命を欲する者がいたのだ。Ja, meine lieben Freunde, nach 2,5 Minuten Intro und zusehen, wie wir mehr runterladen. Endlich im Hauptmenü von Esdorica Out. Genau. Oder Esdorica heißt das Game irgendwie nur. Esdorica Out, darunter habe ich es gefunden. Ja. Ich würde sagen, ich mache noch ganz kurz einen kleinen Cut, bis wir die 1,36 GB runtergeladen haben. Und dann sehen wir uns gleich in einer Sekunde wieder. Bis dann. So, fertig abgedatet, wunderbar. Wir machen auf jeden Fall erstmal ein Gäste-Login für das Angespielt. So, Wetter, ich habe das Intro auch nicht so richtig verfolgt. Ich gehe mal davon aus, dass wir wieder gut und böse sein. Das ist jetzt nicht so was, ja. Wir nehmen auf jeden Fall der Server, der uns hier empfohlen wird. Und dann schauen wir mal. Ein Magier, ein Magier. Angelia. これでも私たちを信じられませんか？必ず他の方法があるはず。これが唯一の方法。Ich werde die Szene mal skippen. Na? Zwei Orbs getappt und zwar 2 Gold Orbs. Mhm, 4 Orbs getappt und zwar 4 Gold. Ah ja, okay. Mhm. Wir haben anscheinend noch einen Tiger dazu bekommen. Ach nee, der Typ ist auch weg, der Magier. Peng. So, ein Bogenschütze und ein Mage. Heal Allies. Peng has been seriously injured. Er wurde schwer beschädigt. Lass uns den 4 Orb-Skill von Angelia probieren. Es healt Peng und triggert sein 4 Orb-Skill ebenfalls.
Okay, Select Target. Wir können also extra auch noch Ziele auswählen. Na, Skill can select enemies to attack. Piu! Huch! Hat er sich in die Luft gesprengt? Hat auf jeden Fall sein Mate gekillt. Ah, da ist er. Der ist wohl abgehauen. So, wir können halt einen Orb kaputt machen, zwei oder halt vier zur selben Zeit. Jedes wird einen anderen Skill auslösen. Was, wenn ich das hier mache? Attack? Ach, guck mal. Okay, Attack 1000, zack, und hier 3274 und 20% Chance to trigger self. Okay. Also, ups. Geht das nur zu zweit? Ja, ist ja dumm. Habe ich gerade 26.000 Schaden gemacht? Sure. Geben Sie sich auf jeden Fall Mühe mit der App, muss man sagen. Ich muss es skippen. Wir haben nicht ewig Zeit. Auch wenn ich natürlich die Dings echt gerne angehört hatte mit den Dingensen. Den Song. So, wir nehmen uns ja mal den Watcher. So, wir können nicht mal anfangen, ja? Zu kämpfen. Ja, mit den drei Netten, zwei Advisor sind Begleiter. Also welche Begleittiere kriegen wir später anscheinend noch. Ich gehe jetzt einfach davon aus. Jetzt haben sie nicht mehr so viel Geld gibt, das so alles zu vertonen. Okay, wir werden das skippen. Der kann zwar ein paar Stöhner mal ablassen, aber das war's dann auch schon. Ah, jetzt haben wir noch diesen 70er da, ne? Jetzt haben wir nicht mehr hier 10.000 oder so, sondern... Warum geht das nicht? Wie kriege ich denn, dass man 3, 8, 3 geht? Ja, haben sie gesagt, 1 und 2er. Das will ich auch nicht, dann haben wir die hier. 1, 2 oder 4er. Die Wölfe besiegt. Damit für eine ziemlich geile Grafik, muss ich sagen. Ja, gefällt mir. Schön gezeichnet. Cleared. Und wir kriegen 100 Erfahrung für jeden. Jeder hat eine Lab bekommen. Ich ebenso 102 Erfahrungen habe ebenfalls eine Werbung bekommen. Currents, also die Währung wahrscheinlich plus 50 und Seelenenergie plus 100. Und wir haben ein White R Soul Energy bekommen. White R Soul Energy. Naja. Ein Item, ne? Prärie Geheimnis. Ja, ich möchte ein bisschen mehr Gameplay zeigen hier, ne?
nicht so viel rum. Vierer gibt's echt gar nicht, wa? Ich glaube echt, Vierer sind hier ein Mythos. Ja, wir haben mehrere Steps, gehe ich mal von aus. Dass der eine Gegner das nicht der einzige sein wird. Oh, ein dickes Vieh. Oh, ein Heiler. Na, guck mal, ihr habt jetzt zum Beispiel hier mit dem Einser und hier haben wir Attack. Weil ich einen Bogenschützen gerade wo haben wollte. Ach, guck mal, hier sehen wir mal die Turns, weil die dran sind. Mother Boomschirm, 212 Leben, Schild 0. Ja, der Bogenschütze hört mich gerade aktuell am meisten an. Das hätte immer noch nicht erledigt. Boah, Alter, jetzt geht's aber ab hier. Jetzt habe ich aber auch einen Vierer-Turn. Check Enemy Status, genau, das, was ich gesagt habe, wenn es, was? Attack Action, when the number next to its, achso, number next to its HP, also wenn die Zahl hier auf 0 ist. Kann man rauftippen. Up on Death, trigger unknown event. Also wenn er stirbt, triggert er ein zufälliges Ereignis. Ich will Vierer, komm! Geht nicht? Ist ja doof. Dann den hier erstmal. Ich hab doch den da angetippt. Achso. Er steht direkt den davor. Ah, komm, den. Schon richtig. Der ist schon angeschlagen. Killen wir ihn. Versuchen es zumindest. Bam! Alle beschädigt. Macht immer nichts, wenn die sterben, ja. Seid ihr fertig? Danke. Meine Güte. 104 Erfahrungen für jeden. Jeder hat ein Level up bekommen, genauso wie ich. Krieg wieder ein Level up. Und sogar noch ein Level up. Nice. Current Soul Energy, okay, und hier Item Useful Resonance. Wieder dieses Item bekommen. Genau, ich wollte jetzt gerade woanders hin, nicht weiter mit den Quests. So, ich habe die Seelenenergie aufgesammelt und kann da etwas investieren. 204 Seelenenergie, nächstes Level 76, also. Ja, 95. Ich könnte die theoretisch nochmal aufrüsten, aber ich. Selfmade-Fan. Notice me, Sensei. Okay, wir haben hier quasi die Sternform wieder. Ja, das ist quasi ein Stern, zwei Sterne, drei Sterne, vier Sterne, fünf Sterne. So, ein Orb-Skill. Attack, front enemy, raw enemy, heal self. Oh, der hält sich sogar selber. Ach so, der andere. Ja, ja, okay. Ja, ja, als ob ich das Gute bekomme. Ja. Ich krieg trotzdem keine Damage Reduction, oder? Okay. Items. Infuse, Gilde. Der Markt. Journey. Coming soon, achso. Receive. Oder auch nicht. Was haben wir denn hier für schöne Missionen, die wir machen können? Ganz viele Missionen, unglaublich viele Missionen. Viele Tagesmissionen. Und Monatsmissionen, ne? 19 Tage? Komisch. Komische Zeit. Ich habe heute den 31. und dann am 19. ein Ende. Okay, komisch. Und hier haben wir Tagesmissionen, ne? Die ersten 5.
Das sind 6 Tagen 16 Stunden, 6 Stunden 16 Minuten erledigt. Oder abgelaufen. Ah, hier, Progress. Ah ja, Limited Progress. Login consecutively. Und hier gibt es halt nochmal Belohnungen. Charakter haben wir auch noch. Unlock Tier R, Tika, Dylan und so weiter. Für Items. Collected 1000 Curren. Bookmark that can be used for 1 million infuse. Und Gilde. Das ist ein Event, oder? Ja. Ach ne, ist ein Ding. Um neue Einheiten zu kriegen. News haben wir auch noch. Komm her. Könnte man sich, Alter, alle durchlesen. Ist ja Wahnsinn. Invite Battle Member. Okay, könnte jemand einladen. Venture. Event. Story. Region. Und verschiedene Questmöglichkeiten gibt es hier. Das ist irgendwie nicht. Hier rauf tippe. Level 15, ja, ich denke, das wird noch nicht so unser Bereich sein. Machen wir noch eine Story Quest, würde ich sagen. On the Tree. Das ist das Kapitel. Okay, also wirklich sehen, welche Kapitel es hier gibt, kann ich gerade nicht, ne? Na gut. Dann machen wir das noch. Ich habe einen Advisor. Oder ich hätte einen Advisor. Einen Advisor-Slot. Aber da passt gerade nichts rein. Da hab gerade nichts. Aha. Oh. Oh. Cool. Das ist natürlich cool, dass ich mich selber bewegen kann. Ach, ich liebe den Bogenschützen. Der ist echt witzig. Ah, ist nicht tot. Doch. Wollte schon sagen. Na, lieber den. Okay. Was macht die alleine? Oh, Vulnerability, also quasi Anfälligkeit für etwas. Der ist, glaube ich, jetzt. Ja. Oh, Level 93? Ah, ne, 93 Züge. Ah, was war denn das? Jo, da holen wir uns das nächste. Eine Kiste? A Horn to Summon Allies. Pick an Early. Trigger White Character. One Ops Skill 3 times. Trigger Gold Character. Or One Ops Skill 3 times. Gold ist eher und weiß ist Heilung, glaube ich, ne? Machen wir den hier. Ist das ein Begleiter gewesen oder was? Er hat 98 Runden, alles klar. Gönn dir. So, können wir den noch ganz kurz. Patsch. Oh, jetzt haben wir ja Leben. Ah, Runestone. Ah. If no allies are present, trigger death upon next incoming damage skill. Das heißt, wenn keine mehr da sind, dann stirbt er halt sofort. So, wenn wir uns einfach mal den hinteren nehmen. Zack. Bisschen Damage Reduktion, ne? Oh, Heiler, ist ja hässlich. Oh, wir müssen jetzt heilen, ha? Der nach vorne kannst du machen. Das ist okay. Ups. Boah, ich muss mich echt noch ein bisschen gewöhnen daran. Kann das jetzt nicht mit ihm machen, weil da steht so ein hässlicher Stein im Weg. Jetzt kannst du mal wieder eine Vierer-Kombo machen hier. Duff, duff. Gewonnen mit Selbstbewegen, nice. Tier of Valiant Warrior.
Dried Seed und Tika-Charakter Mineral. Okay. Okay, okay. So, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir diese Items. Resonate 2, 6 und 4 davon. Okay, sie kriegt 9 Schaden und Dingsen dazu. Und 39 Leben. Upon reaching Tier SSR, also Super. Special Super Rare oder so. Ah, guck mal, kann man die ausfüllen, diese ganzen Kristalle? Mhm. 4 Orb Skill upgraded. Von. Heilt 148 bei dem Verbündeten mit dem wenigsten HP auf heilt 148 auf dem wenigsten HP und verursacht Damage-Reduktion für 3 Runden und... Ach, da unten ist noch die Damage-Reduction-Erklärung. Der eingehende Schaden wird um... Der eingehende Fähigkeiten-Schaden wird um 30% für jeden Stack reduziert. 3 Stacks maximal. Mhm. Wir auch schon mal resonaten? Ne, da brauchen wir dann wieder auch wieder alles. Okay. Gut, meine lieben Freunde, ich würde sagen, das war's gewesen mit dem Angespiel zu Dorica Out. Gefällt mir jetzt leider nicht ganz so gut, auch wenn die Freundin, die mir das geschickt hatte, ich auf deren Geschmack, weil wir beide eine Alternative für Spiritstones gesucht haben, vor Ewigkeiten, da immer viel drauf gebe. Aber mein Spiel ist es leider nicht, ne? Aber, ja, das war's auf jeden Fall mein Spiel gewesen. Ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!